Jo, da sind wir wieder mit Minecraft. War schon ein bisschen fleißig, ich habe unten noch den Rest weggebaut und hier ein paar Stufen gesetzt. Freunde, ja. Mensch, so soll er aber nicht hier. So. So. Nee. An. Ist jetzt gut, ne? Wieso platziert der das nicht? Ja, geht doch. So. Dann hätten wir das ja hier erstmal. Ein Ei. Gute Frage, ob da jetzt ein Huhn oben rumläuft, ne? Ja oder nein? Das ist ein Rätsel. Ein Rätsel auf dem Brezel. Es aussieht, nicht. Das wäre es jetzt gewesen, wenn hier ein Huhn wäre. Oder eine Ente. Ist das Huhn oder Ente? Man weiß es nicht. Tja, wir wollten Sand holen, habe ich total verpeilt. Abkürzung. Ozelicious. Da haben wir doch Sand. Das ist so ungefähr der einzigste Block, der Sounds macht. Mal gespannt, wann da endlich der Patch kommt. Mehr brauchen wir auch gar nicht. Es wird schon dunkel. Paar Blumen können wir gebrauchen. Später für den Blumentopf. Oh, Onkel, du bist ja so romantisch. So niedlich, so süß. Ein Kerl, der Blumen mag und so. Ich mag keine Blumen, es sieht nur schön aus. Ich bin hart. Hast du verstanden? Hart. Ich bin hart. War jetzt auch überhaupt nicht Psycho und so, ne? Creepy. Jetzt können wir wenigstens schnell hochlaufen. Elevator-Musik. So, weiter, hopp, hopp, hopp. Weiter, hopp, hopp, hopp. Weiter, hopp. Weiter, hopp. Ja, so wirklich. Ne, das ist doch ja. Eine Unverschämtheit, dass wir gedacht haben. Ja, das ist doch cool. Ja, das kann nicht sein. Jetzt brennt sich immer. Ne, gut, dann haben wir noch ein bisschen warm hier. Ne, ja, das ist ein bisschen frisch. Ne? Ein bisschen busch, busch. Dann kann man schlafen. Ne, das ist doch nicht so eine Frechheit, ist doch. Ne? So. Realismushaft. Jetzt müsste eigentlich fertig sein. Wir haben ja geschlafen, ne? So, zwei reichen schon. Nein, wir brauchen sechs, glaube ich, ne? Oder? Ja. Die Folge der seltsamen Geräusche. Warum hast du solche Geräusche? Mal gucken, was wir für einen Bluttopf brauchen. Hä? Was soll das denn, ey? Dafür brauchen wir Lehm. Lehm. Ne, Backstein, ja. Hier, was ist das für ein Stein? Was ist das? Beschreibung.
Ziegel brauchen wir. Für Ziegel brauchen wir Lehm. Ich sammle ja so oft Lehm. Naja. Deko kommt zuletzt. Schön getarnt. Ich komme die Monster nicht so gut dahin. Tschack, tschack, tschack. Ja, und dann würde ich mal sagen, gehen wir ein paar Kilometer, ach Quatsch, ein paar Meterchen in eine Höhle rein. Hauptsache, wir finden ein bisschen Eisen. So 10 Stücke würden schon reichen, dann würden wir uns Eimer und Schere machen können. Und vielleicht noch ein Feuerzeug. Da. Doing, 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 doing. Doing, 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 doing. Doing, doing, doing. So, damit hätte unser Häuschen auch schon mal Fensterchen. Hier kommen später Bücherregale rein, würde ich sagen, war. Wäre doch eine optional tolle Idee. Oder was anderes, wir können ja auch hier noch Redstone-Lampen einbauen. Dafür brauchen wir natürlich Redstone. Aber Redstone, da gehen wir erst ran, wenn wir eine gute Rüstung haben. Also müssen wir scheiß die wandernden Kühe verprügeln. Ich hab's getan. Ich hab's gesagt. Ja. Ja, Kisten wären da oben auch cool, ne? Aber dann gehen die gehen ja nicht auf. Können ja auch. Ja, soll man an den Baum dran gehen? Das ist doch. Tun wir denn hier eine Truhe hin? Da soll ein kleines Teichlein hin. Hier ist ein bisschen doof, ne? Sagen wir tun ihn einfach. Hier hinten ist eh kaum Platz. Und dann noch eine daneben. Was tun wir denn da rein? Ein Endlager ist das sowieso noch nicht. Nur ein Zwischenlager, würde ich eher sagen. Hier so eine kleine Chiller-Ecke mit Tisch. Gucken wir mal, was machen wir denn jetzt als nächstes? Wir brauchen auf jeden Fall Licht. Hallo. Mensch, halt immer den Eingang. So, was haben wir denn hier? Nur ein bisschen Kohle. Ja, das können wir auch gebrauchen. Ja. So, ne? Ja, ja. Tschicke, tschicke, wow! Das Schwert ist bald bunt. Wir müssen auf jeden Fall Eisen besorgen. Ich würde sagen, als nächstes werden wir Kühe verprügeln. Verprügeln. Wegen der Milch.
Im Grunde genommen haben wir genug Holz, ist aber halt nicht ein und dasselbe Holz. Hier müsste noch einer hin. Ist halt ein kleines gemütliches Baumhaus. Oder bauen den ab, den Tisch da so richtig eng. Bam. Bam. Ist eigentlich nicht so mein Ding, aber wir lassen das provisorisch erstmal so. Ah. Passt doch. Okay. Richtig verstrahlt die Ecke hier. So. Licht haben wir hier genug. Dann würde ich sagen, erste Mal alles in die Tonne. Jetzt können wir eigentlich mit Federn anfangen. Wenigstens etwas sortiert. Tschö, der Rest ist eigentlich nutzloser Schrott. Fackeln brauchen wir gleich ohne Ende. Aber erst wenn wir dann losgehen. Tja. Wir müssen los, damit wir nicht verhungern. Wir müssen halt dafür sorgen, dass wir uns hier oben Essen anbauen können. Damit wir nicht jedes Mal runterrennen müssen. Haben wir denn noch was zu essen? Ein scheiß Apfel. Kann ich mir wenigstens eine Pilzsuppe machen? Natürlich nicht, dafür fehlt uns eine Pilzart. Kekse könnten wir machen. Ah jo, stimmt, ne, Kollegen, ne? Darauf kommst du aber auch nicht, ne? Ganz nicht mal was sagen, Junge. Hängen denn hier irgendwo schon Kakaobohnen? Nein, tun sie nicht, damit du verhungerst. Ah, ah, ah. Tja, es wird Zeit fürs Bett. Früh ins Bett, dann bist du morgens fit. Krüppel. So, ich bin wach. Es geht ab. Wir gehen jetzt Kühe verprügeln. Nom 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 nom. So, los geht die wilde Jagd. Nicht.
fast kaputt, der ganze Herr, ne? Ach guck mal, die wachsen aber schnell. Das ist doch ganz nice. Ja! Dürfen heute auch noch gehen? Ja? Dürfen wir? Okay. Warte mal. Ne. Dachte schon, da lag noch so ein Ding. Nicht ne, ne. Nur für den Fall der Fälle, ne? So, sehr verehrte Tierschaft. Wo bist du? Alter Schwede. Ja, ist echt eine geile Frage. Wo sind die Tiere? Die Wölfe hier alles weggefressen? Ich sehe keine Kühe hier, ich sehe gar nichts. Ich würde sagen, wir gehen Richtung Flat World, hier Richtung Grasland, damit die da mal spawnen. Weil die hängen hier bestimmt irgendwo überall zwischen den Kronen und alles. Weil wenn die irgendwo auf dem Block stehen, bewegen die sich dann immer weg. Das ist auch ein bisschen fail, aber naja. Ich sehe hier nichts. Weil da oben ist unser Baumhäuschen. Die ganze Plattform ist größer als das Haus. Als sichtbares. Sieht schon cool aus, ne? Also hat schon was Geiles an sich. Da haben wir was Feines gebaut. Auf den ersten Blick siehst du eine große Platte, aber das Haus, was man so sieht, so, das macht neugierig. Tja. Und ich bin auch ganz neugierig, wo denn hier die Tiere sind. Wir haben schon wieder Hunger. Hallo. Tja. Großer Minecraft-Bug. Ah, da! Erfolg freigeschaltet, Kühe schubsen. 6 Steaks, 3 Leder. Da hinten ist noch eine Kuh. Kuh. Ich renne jetzt extra nicht. Damit wir hier nicht so viel Energie auf einmal verlieren. Bleib stehen! Direkt auch stehen bleiben. Fleisch ist Fleisch, ne? Kuckuck. Titan ist auch ein Schwein. Schwein. Hallo, sonst noch jemand? Das bisschen Leder hier ist nicht ausreichend. Boah, da haben wir ja eine Menge zu tun, ne? Überlegt mal.
was wir hier platt machen müssen an Erde. Allerdings brauchen wir auch einen ganzen Batzen Erde. Hier die Berge müssen abgetragen werden. Ne? Und mit der Erde müssen wir dann den Rest anpassen. Also, oh, das wird so viel Arbeit. Aber alles braucht Zeit, ne? Kommt ja nichts von alleine. Da haben wir noch ein Schwein. Ah, Scheißdreck, ey, wir müssen essen. Tja, das Leder reicht in 100 Jahren nicht für eine Rüstung. Wir bräuchten Plünderung oder so. Die ganze Zeit nur lecker, lecker Fleisch, aber kein Leder. Müssen wir einfach auf Risiko in der Höhle gehen, ne? So wenig wie möglich mitnehmen, am besten nur Fackel, Spitzhacke und Schwert. Und uns ist noch kein Creeper begegnet, ne? Kein Scheiß jetzt mal, uns ist noch kein Creeper begegnet. Wahnsinn. Die spawnen eigentlich vielleicht, ja gut, vielleicht war unser alter Dorf, unser alter Seed einfach eine extrem Creeper-Zone. Boah, wir kratzen gleich so was von ab, wenn wir nicht eigentlich was fressen, ne? In der nächsten Folge dann halt Höhlentour. Wir können ja jetzt gerade mal schnell ganz kurzen Blick riskieren. Ich meine, vielleicht ist ja hier irgendwo ein Fitzelchen Eisen. Natürlich nicht. Nee. Hier ist Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kein Eisen. Nicht mal ein Anzeichen von Eisen. Gar nichts. Kann doch nicht sein, ey. Da ist er. Aha, geil. Ach, da ist aber auch der hier. Der alte Sack. Wir müssen uns absichern. Korrekt, ein bisschen Eisen wenigstens schon mal. Auch wenn es auch nur 4 Stücke sind. Naja. Besser als noch nix. Wir brauchen ja nur 3 für einen Eimer. Gucken da auch nochmal. Nee. Da ist nur so ein Wichser! Oh! Okay, wir müssen hier weg. Wir verlieren Leben. Fuck. Fuck, 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 fuck. Wenn uns jetzt ein Skelett oder so entgegenkommt, sind wir am Arsch. Alter, das kann doch nicht sein, Mann!
Notruf, ruf die Polizei! Aber nicht die GTA-Bullen. Hilfe, Hilfe! Ich weiß nicht, wohin mit mir. Ich habe mich verlaufen, Hilfe! Ah! Schnell! Ich könnte jetzt einfach ein Stück rohes Fleisch fressen, aber wen juckt's? Da war unser Creeper, wenn man von dem Teufel spricht, ne? Jetzt aber flott hier. So, wir haben's geschafft. Wir haben ein ganz klein bisschen Eisen. Ja, die Rülle, was wir hier so an Rüstung und so haben, ist für den Arsch. Oh, her damit. Oh. Her damit! Her damit! Her damit! So ist besser. Gut, Freunde. Haben wir ein bisschen Überlänge hier gehabt. Gute Nacht, sag ich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!